Servus, grüß euch. Wie versprochen war ich für euch auf der Marvev Show 2024 und was ich dazu Neues erlebt habe oder Neues gefunden habe, das möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Das Tolle ist natürlich auf dieser Messe, dass man eins zu eins direkt die Geräte fast nebeneinander testen kann oder zumindest sich probemäßig mal draufsetzen kann und probieren kann, wo ist der Unterschied, wo sind da wirklich kleine Mankos, was mich persönlich stören oder eben wo gerade der Bobcat E10 besser ist als die Konkurrenz. Und das möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. From across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Thank you.
Und dann war ich gleich mal beim Kobelco. Der Kobelco ist, finde ich, ein toller Bagger. Gerade die große Serie sind wirklich tolle Geräte. Beim Eintonner jedoch hat mich wirklich ein paar Sachen ziemlich gestört. Ich möchte es euch jetzt mal im Video zeigen. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Jetzt eben beim Bobcat E10 der Unterschied. Man kann natürlich von der linken Seite wie auch von der rechten Seite identisch einsteigen, sprich man kann nicht nur den Hebel hochklappen, sondern man kann den ganzen Arm wegklappen, um das Einsteigen zu erleichtern. Was natürlich auch viel vernünftiger ist hier beim E10, ist eben, wenn man eine geringere Durchfahrtbreite hat, sprich durch eine Tür durch, kann man diese Ausleger schön ranklappen. Das macht es hier etwas schmäler zum Sitzen. Links und rechts natürlich geht das gleich. Er schließt dann aber bündig ab und man kommt super durch eine Haustür durch. Auch das Fahrwerk fährt ja so weit ein. So. Und durch ein leichtes Anheben des Schalters und wieder absenken ist das dann wirklich um diese Stellung breiter und man hat einfach mehr Beinfreiheit. Und das ist wirklich ein Unterschied im Gegensatz zur Konkurrenz. Jetzt nochmal von hier, vom Bagger zeigen. Damit man im direkten Vergleich schön sieht, also man hat wirklich viel mehr Platz als bei der Konkurrenz. Auch hier drückt nichts, hier ist nichts. Das einzige, dieser kleine Hebel, wenn das Motorgas nicht folgt, also wenn er Leerlauf quasi rennt und man Gas gibt, ist aber die Beinfreiheit hier auch gegeben. Auch hier zum Schild, zum hydraulischen Schild hier vorne, ist wirklich eine Menge Platz. Seht ihr jetzt dann gleich beim Yamaha. Dort habe ich mich da drauf platziert. Der Yamaha ist sogar eine Spur größer als der hier, sprich 1200 Kilo. Und man hatte wirklich kaum Platz auf dem Gerät, was finde ich ziemlich schade ist.
Ich möchte mich auch bei allen anderen Ausstellern wirklich bedanken, die uns sehr gut kulinarisch versorgt haben, mit ziemlich vielen Getränken, also es war wirklich feuchtfröhlich dort. Und es war nämlich auch toll für die Hersteller, auch etwas die Erfahrungen mit den Maschinen auszutauschen, sprich also, wo es Verbesserungsvorschläge geben könnte oder so. Viele waren da sehr einsichtig auch und haben gesagt, das werden wir uns mal zu Herzen nehmen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich bedanke mich auch natürlich ganz recht herzlich bei der Firma Eisenwagen, die uns ermöglicht hat, also mich und meine Freunde auf die Messe zu bringen, kostenlos und auch kulinarisch für unser Wohl zu sorgen. Also das war sehr toll. So, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, es kommt bald wieder die nächste Messe. Ich kann gleich auf die nächste Messe weitergehen. Bis bald, euer Bagger Peppi.